Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, Carsten und ich haben schon sehr gute Laune und Sie bestimmt auch, denn alles, was Sie jetzt hier sehen, kostet nur noch 5 Euro. Also das macht doch schon Freude beim Bestellen. Sie dürfen gerne auch alles bis zu 5 Mal bestellen, es sei denn, es kommt unser Preisalarm. Das werden Sie aber noch mitkriegen. Und es ist eine Überraschungsshow. Wir wissen nicht, was Diana uns rausgesucht hat. Überraschend, dass wir jetzt eine Show machen, ja. Wollen wir, heißt sie Diana, oder? Die, ja, wie heißt sie denn? Sie hat viele Namen. Diana, Joanna, wie auch immer. Wir holen sie mal, oder? Joanna, geboren, um Schnäppchen zu bringen. Ich glaube, nur ihr lacht. Ne? Und die Zuschauer verstehen gar nichts. Und danke, Insider. So, aber ja. Aha. Wir beginnen mit einem Ei. Einem Ei. Blauen Ei. Einem blauen Ei. Das hat bestimmt wehgetan. Hier steht so, Eieruhr Egg-Timer, lebensmittelecht. Das ist eine Eieruhr, Freunde. Oh, richtig. Auch wenn sie nicht aussieht wie eine Eieruhr, es ist eine. Wie funktioniert das denn? Nun, du kochst das Wasser und legst quasi dieses Ei mit den Eiern zusammen in das Wasser rein. Mhm. Ja, und ich glaube, es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob das schon kocht oder ob es siedet oder sonst was. Denn quasi kochst du diesen Egg-Timer, also diese Eieruhr, mit den Eiern gemeinsam und kannst anhand der Farbe jederzeit sehen, wie denn jetzt der Zustand der anderen Eier wäre oder ist in dem Fall. Ja. Ja? So. Wie mögt ihr das? Hart, Medium oder weich? Ich mag Medium. Ich auch Medium. Medium? Mhm. Ja, wenn das weich, aber das Weiß muss fest weiß sein, muss aber wirklich das hart sein, aber Gelb muss weich sein. Aber das Gelbe, das muss also das Medium, muss ich glaube. Ja. Also ich muss das diesen Ei gleichzeitig mit Eier reinmachen, richtig? Richtig. Genau. Genau. Gucke ich mal gerade. Mit den Eiern zusammen kochen. Genaue Messung über die Kerntemperatur. Darum geht's ja. 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 Also die Eier, die verändern quasi ihren Aggregatzustand. Und das Ding misst ganz genau, in welcher Temperatur das passiert. Und da, deswegen, bei einem Ei siehst du es nicht, aber bei dem Ding kannst du es sehen. Hier sehen wir es. So können Sie das auch machen. Ich finde das toll. Gerade natürlich auch sonntags zum Beispiel das Frühstücksei, so klassisch. Oder auch so. Also ich esse das richtig gerne. Wir nehmen ja die auch manchmal mit zur Arbeit und kochen die einfach schon vor. Ja. Auch das finde ich beeindruckend. Aber es stimmt wirklich, man streitet sich ja irgendwie bis heute, wie viele Minuten und so. Man weiß dann immer nicht so ganz genau. Ja, man hat das ja irgendwann raus. Ja, ja. Also je nach Herd Medium und so weiter. Aber ich finde das hier mit diesem, das mit ist der aber das, kann, ne? Das kann man sehr gut erkennen. Schau mal hier, siehst du, wie das die Farbe verändert? Ja. So, das war jetzt mittel und jetzt müsste hart kommen. Jetzt kommt hart. Also wenn das quasi durchsichtig wird, dann ist es hart. Das ist aber cool. Super Produkt, kann es absolut empfehlen. Besonders wenn in der Familie jeder sein Ei gerne anders hätte. Hart, mittel, weich, kein Problem. Jeder bekommt das Ei wie gewünscht. Einfach mit ins Kochwasser legen und die Verfärbung beobachten. So perfekt habe ich vorher meine Eier nicht hinbekommen. Ja, das glaube ich. Zum Frühstück. Schreibt die super. Biene aus Neubrandenburg. Ja, das ist gut. Für Frühstück nach Sonntag. Ja. Und dann, du kannst zum Beispiel ein bisschen früher diese weiche Eier rausnehmen, ja, genau. Dann Medium für uns. Muss also nicht zwei- oder dreimal kochen, um unterschiedliche Härte gerade bei den Eiern zu machen. Übrigens gibt es das als Zweier-Set hier. Ach, wir brauchen also zwei Stück davon. Vielleicht das mal eins für cool. zu Hause, eins mal für die Ferienwohnung oder eins für den Camper, eins für zu Hause. Ja. Geschenkt. Eins für Sie, eins für die Kinder. Oder zum Verschenken. Oder zum Verschenken. Also das ist in mal eine Eieruhr. Bitte? In Adventskalender. In Adventskalender, ja, zum Beispiel. Schöne Gelegenheit übrigens hier mal in der 5-Euro-Show mal für einen Adventskalender einzukaufen. Ja, stimmt. Der Egg-Timer mit der, das klingt wie ein Eckentimer, also Ei-Timer. Die NX7719 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Einfacher hat man, glaube ich, noch nie Eier gekocht. Ja, das geht wirklich super damit. Also hat schon mal sehr gut begonnen. Denken Sie dran, ne? Bald ist Weihnachten, die Adventszeit steht bevor Nikolaus. Also so einige Geschenke könnten Sie jetzt in dieser Sendung auch noch direkt bestellen. Mhm. Was ich für 5 Euro mal super finde. Kann man auch Ostern bestimmt noch super verwenden. Auch Ostern. Für die Ostereier. Oh ja. Das Thema hatten wir heute schon. Ihr hattet keine heute Ahnung, mit Ostereier. Warum. Mit Ostern, ja. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Monika hat heute über Oster gesprochen. Na, über weil Oster. Wir so einen schönen Blütenbaum hatten. Mit 64 Blüten. Und da könnte man auch Ostereier dranhängen. Ach so. Mhm. Also. Ja, so. Aber jetzt haben wir hier was richtig Tolles. Weil damit können Sie Ihre Messer wieder richtig schärfen. So. Wir haben nämlich eine 3-Stufen-Diamant-Handmesserschärfer für Stahl- und Keramikklingen.
Und ich weiß, dass Keramikklingen richtig gut sind. Die hast du doch auch zu Hause, ne? Und eine die haben dich auch, die haben dich auch schon. Ja, also wie man an meinem linken Ringfinger sieht, sind meine Messer schon sehr scharf. Ja. Ich habe mich beim Schnippeln geschnitten am Samstag. Ja, halb so wild. Seitdem weiß ich, wie scharf meine Messer sind. Das wäre mir vorher gar nicht aufgefallen. Doch, natürlich. Aber scharfe Messer gehören in jede Küche rein. Und ich habe diese Messer von mir vor kurzem mit diesem Messerschärfer geschliffen. Sehr gut. Scharf gemacht. Das Schöne ist, du kannst hier, warte mal, Diamant. Mhm. Also Schärf, Moment, was steht da drauf? Also da steht Feinschliff, Politur, Bier, Keramik und Wolframstahl steht hier. So. Diamant für 5 Euro, Diamant. Das ist schon... Also erst grob, dann mittel, dann fein, genau. Sozusagen. Ja, also steht da drauf, 1, 2, 3, dass man es also nicht verpassen kann. Das Schöne ist für Rechts- und für Linkshänder geeignet. Ja. Geht also in beide Richtungen und sorgt dafür über diesen, wie heißt das, Wolframstahl. Also hier steht, grober Vorschliff per Diamantschicht, Hauptschliff an hochwertigem Wolframstahl und Feinschliff und Politur mit Keramik. Ah, das ist es. Ja, klasse. Ja, und das ist auch noch super praktisch. Das hat auch noch Anti-Rutsch-Gummifüßchen unten drunter. Also wenn Sie das mal hinstellen, finde ich das super, dass es auch nicht wegrutscht. Das sollte es ja auch nicht. Und dann können Sie hier diese 3 Stufen durchgehen und danach sind Ihre Messer wieder richtig scharf. In der Tat, das sind sie. Also bei mir hat es funktioniert, dann kriegen Sie das auch hin. Und ich habe früher mal so einen Wetzstahl gehabt. Ja. Kennen die Dinger? Oder immer so einen bestimmten Winkel? Die sind Stein, ne? Nee, wie so ein langer Stab ist das. So, dann muss es dann immer so ein Wetzstab, haben wir früher gesagt. Bei uns, mein Vater hat so einen Stein gehabt. Und auch, aber du musst genau diese Ecke haben. Und genau das ist das Problem, den richtigen Winkel zu treffen, weil sonst schleifst du sie quasi stumpf. Ja. Und dann hast du also genau das Gegenteil bewirkt von dem, was du eigentlich erreichen wolltest. Nur, was ist der richtige Winkel? Und habe ich ihn getroffen? Ja, das ist immer die Frage. Hier kannst du nichts falsch machen. Das heißt, du hast genauso in der Mitte, zack, einmal das Messer rein, gerade durchziehen, bombs, ist das grob, fein und auspoliert, genau wieder so scharf, wie es sein soll. Und das funktioniert mit Edelstahl und Keramik, oder was? Diamant, Wolframstahl und Feinschliffpolitur für Keramikmesser zum Beispiel. Für Keramikmesser auch? Ja. Also dann geht auch Edelstahl, aber eben auch Keramikmesser. Ja, genau. Auch die halten, sind zwar lange scharf, aber auch die verlieren irgendwann mal ihre Schärfe. Ja, und die darf man ja auch bei vielen Messerschärfern nicht klingen. Dann bricht die Klinge schärfen. Aber hier ist es eben auch mit dabei, das finde ich so toll. Stimmt, Ralf ist auch ein großer Fan von denen, ne? Ja. Stimmt, ich nenne ihn gerne auch noch die Bestellnummer. Das ist die NC2318 und die 569. Das finde ich auch wieder super für die Küche. Also bis jetzt hatten wir 2 super Küchenartikel. Gerne auch wieder bis zu 5-mal bestellen, um die eben auch zu verschenken, weil so ein Messerschärfer ist auch mal ein super Geschenk. Kannst du immer gebrauchen. Ja, jeder hat Messer und jeder hat irgendwann stumpfe Messer und jeder muss irgendwann mal Messer schleifen. Das ist richtig. So. Hallo Diana. Na, sind wir doch mal gespannt jetzt. Diana, was Diana. Da kommt. Oh, Werkzeug. Hoho. Ui, das ist jetzt mal ein Standard, der in jeden Haushalt gehört. Aber hallo. Ja, brauchst du immer wieder mal ein komplettes Bit-Set. Mhm. 61 teile ich das Ganze mit magnetischem Bithalter. Und das bitte auch in einer Qualität, die man vernünftig verwenden kann, nämlich aus Chrom-Vanadium. Das ist Werkzeugstahl. Man kennt das mitunter, hast du schon mal so einen billigen Bitsatz mal irgendwo für ein paar Euro 50 mitgenommen, weil du mal dringend einen brauchtest. Ja? Und dann stellst du fest, gerade mit einem Akkuschrauber, wenn du die 3-4 Mal verwendet hast, dass eben auch die Profile von den Bits dann irgendwann mal stumpf werden oder kaputt gehen, ganz einfach. Und deswegen brauchst du eine vernünftige Qualität, um die immer und immer wieder zu verwenden. Chrom-Vanadium ist eine solche Qualität und du hast 60 Bits und einen Bithalter mit dabei und der müsste Wahnsinn. Magnetisch sein, dass du so also auch mal über Kopf arbeiten kannst. Das ist ja richtig toll. Also ich finde das super, gerade auch, weil wir hier sehen, dass wir so viele verschiedene Aufsätze mit dabei haben. Und mittlerweile haben ja wirklich, wenn man so eine Kommode zusammenbauen möchte, da braucht man irgendwie alle Aufsätze einmal. Also wirklich, jede Schraube hat da irgendwie wieder ein anderes Profil. Und hier haben sie alles zusammen, auch die neuesten. Ja, früher hattest du Schlitz und Kreuzschlitz. Ja. Die beiden Varianten gab es, ansonsten gab es nichts. Dann kam dann irgendwann eben auch nochmal Innensechskant und Torx und so weiter, alles mit dazu. Und hier haben sie die unterschiedlichen Profile und die unterschiedlichen Größen, dass sie quasi immer dann, wenn sie mal einen vernünftigen Aufsatz brauchen, ob jetzt mit so einem Handadapter oder eben mit einem Akkuschrauber, das spielt hier keine Rolle, haben sie immer dann den richtigen Bit-Aufsatz zur Hand. So.
Sand gestrahlt übrigens, lese ich noch. Mm. Mir gefällt auch, dass es auch in so eine kleine, kompakte Form, ne? Weil ich, ehrlich zu sein, ich habe nicht so viel Platz bei mir für Werkzeug. Und auch bei mir, manche Sachen alle liegen alle zusammen in eine Kiste. Und immer, wenn ich was brauche, muss ich das suchen. Ja. Dann ich finde gar nichts, dann ich fahre zum Baumarkt und so weiter. Aber hier alles gibt es in einem Platz. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Und natürlich, im Baumarkt, das kostet mehr, viel, viel mehr als 5 Euro. Mit Sicherheit. Also das lohnt sich heute wirklich, so diesen Schnäppchen zu kriegen. Cool. Ja, die sind auch gut reingesteckt, das heißt also, die fallen nicht mal eben so raus, wenn du den jetzt mal umstupst oder sowas alles, die fliegen ja nicht gleich 60 Bits in der Gegend rum. Also ein sehr schöner Komplettsatz an Bits, 60 Bits plus Bithalter in dieser praktischen Box. Und das ist wirklich für jeden Einsatzbereich oder für, das, ich sag mal, für 98% der Einsatzbereiche heutzutage das Passende mit dabei. Gerade auch bei so mini kleinen Schrauben, die werden ja komischerweise immer häufiger. Hast du ein komisches Profil und einen kleinen, und ein kleinen Aufsatz, da hast du nicht immer das Richtige zur Hand. Hier hast du es, die NX 58, 52 und die 569. Ich behaupte, das gehört in jeden Haushalt und ist geschlechterübergreifend, für Damen und Herren gleichermaßen. Okay? So. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen. Ihr habt das Gefühl, jetzt kommt was ganz Besonderes. Und das ist unser Preisalarm in dieser Show. Ja. Der Top-Artikel in dieser Sendung. Bitte nur einmal pro Besteller. Das ist die einzige Geschichte, die man haben muss. So, und jetzt verkaufen wir ein Objektiv für eine Spiegelreflexkamera. Ja, genau. Ja, für 5 Euro. Also, wenn Sie eine Spiegelreflexkamera haben und auch ein passendes Weitwinkelobjektiv brauchen, kriegen Sie jetzt eins für 5 Euro bei uns. Indem Sie Ihren Kaffee transportieren können. Guck mal hier. Wir haben nämlich hier natürlich kein Kameraobjektiv jetzt in der Form für eine echte Kamera, sondern wir haben da schon hier, was Carsten gesagt hat, aber es ist ein Becher. Man kann das nämlich oben aufschrauben und dann haben wir hier einen doppelwandigen Thermobecher. 300 Milliliter passen hier rein, innen aus Edelstahl und der ist richtig toll isoliert. Damit bleiben gerade im Winter Ihre heißen Getränke heiß und im Sommer die kalten Getränke auch eben kalt. Und das sieht richtig cool aus für alle, die gerne vielleicht auch Fotos machen oder vielleicht auch Fotografen. Es ist eine sehr gute Geschenkidee. Model zum Beispiel wie Monika. Du bist oder auch Diana. Ich bin beim Anfang. Aber das ist ich bin dann der Fotograf. Nein, du bist mein Model jetzt. Wir zeigen jetzt unsere liebe Zuschauer, wie gut kannst du posieren. Wieso jetzt, eigentlich? Moment. Ich wäre dir das Model, zeig du oder mir ich? Was Schönes. Moment, Achtung. Guck mal, was jetzt, Schönes. Du bist noch traurig. Guck willst du mal was ganz Tolles sehen, Moment? Ja. Jetzt, ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mal eine andere Pose. Kopf Moment, nach Moment. Links, ja, super. Und jetzt, ich möchte sehen, Tiger. Zeig mir Tiger. Können Sie bitte das sehen? Nochmal. Zeig mir Tiger. Sie sehen, die Rollenverteilung ist hier in diesem Studio ganz klar geregelt. 1, 2, 3, Tiger. Tiger, Moment mal. Jawohl, ja, sehr gut. Und jetzt das Teleshopping. Ihr Bildschirm ist geschlagen. Und jetzt Sie, liebe Moment, Teleshopping lächeln. Ich liebe das. Das ist das Beste. Sehr gut. Und jetzt Sie. Damit kriegst du mal, ja. So. Jetzt pass auf. Aber Diana, dein Kaffee fällt doch. Nee, der tropft ja nicht. Das ist ja so eine Box quasi, die du zuschrauben kannst. So eine Taste, die du zuschrauben kannst. Dementsprechend praktisch ist, wenn du es mitnimmst. Ja, also ich würde es jetzt nicht so, aber grundsätzlich. Kopf, Rutschak, Geist, Gesundheit. So. Hi. Sehr gut. Und jetzt Pause, ne? So, jetzt mal eine kleine Pause, genau. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck. Moment. Guck mal, der Jens hat uns hier geschrieben, der Becher sieht täuschend echt aus und ist gut verarbeitet. Auch als Geschenkverpackung für einen Gutschein. Super geeignet. Ja, machen Sie da einen Finger Gutschein rein für ein richtiges Objektiv. Das wäre doch auch so eine coole Idee. Wie bitte? Da macht man einen Gutschein rein für ein echtes Objektiv. Oh ja. Auch eine coole Sache. Das ist oder cool. Einfach Kaffee. Oder einfach oder, den oder, Becher. Oder einfach für 5 Euro kommt man da auch gut bei weg. Auch, guck mal, Adventskalender. Ja. Super Geschenkidee. Also ehrlich zu sein, normaler Becher kostet viel, viel mehr. Also einfach normale Becher. Ein stinknormaler Kaffeebecher. Und hier auch das. Ja, du kannst auch in Weiß kaufen. Ja, oder mal hier was. Nochmal? Moment. Du bist müde. Ja, haben wir was vernünftiges. Normalerweise bei Pearl.de wären wir hier bei 16 Euro. Deshalb sehen Sie auch, es ist der Preisalarm. Bitte nur einmal bestellen.
Aber nutzen Sie gern diese Gelegenheit, die NC2845 und die 569, die Bestellnummer. Und wir haben so viele Kundenzuschriften und alle sind richtig begeistert und irgendwie hat es jeder hier verschenkt und es kam super an. Keiner wollte es behalten, alle haben es verschenkt. Ich finde, das ist eine schöne Geschenkmöglichkeit. Ja, es ist ein Knall. Wer hat denn schon so einen Becher? Also ich würde den auch behalten. Ja, ist ja, du kannst ja vier weiße du Becher. Du kennst mich, ich habe gerne besondere Becher. Ja, in der Tat. Auch welche, die ein bisschen schwer sind. Ja, manche sind so schwer wie so ein kleines, kleines Apartment. Ja. Bitte schön. So, ja, vielen Dank. Das ist aber ein großes Paketchen. Ist das eine Mogelpackung und der Inhalt ist klein oder ist das wirklich so groß? Oh, wir gehen wieder in die Küche. Aha. Das ist nämlich zum Abtropfen, glaube ich. Ja. Zum das Abtropfen? Cool, ja. Abtropft nichts. Für Gläser oder? Für dein Geschirr, wenn das abgespült wurde. Diana, du hast ja keine Geschirrspülmaschine, du kannst es bestimmt sehr gut gebrauchen, oder? Warum tust du das? Eine Abtropfmatte, ich kenne diese. Das viel von Hand das tut ab. Weh. Tatsächlich, ist eine Abtropfmatte. Ich brauche jemanden, wer kann in meine Küche gucken, wie soll ich mit dieser Spülmaschine dann umgehen. Sollen wir das jetzt einblenden, die E-Mail-Adresse? Wirklich? Ich kann das nicht allein machen. Ja, das Carsten, muss viele Kabel sein. Es tut weh, wirklich. Jedes Mal einfach... Aber damit geht das ja besser. Achso, du hast keine Spülmaschine. Ich habe eine, benutze sie nicht. Ja, wenn ich hatte eine, ich habe auch nicht benutzt. Aber jetzt hast du keine, jetzt möchtest du eine. Ne? Ja. So, aber wie auch immer, also gerade haben wir mit der Hand mal eben was abspült. Wenn es mal eben Pfannen, Töpfe oder Gläser mal sind. Ja, warum soll ich für zwei Gläser oder für ein Messer, eine Gabel und ein Glas, warum soll ich eine Spülmaschine anschmeißen? Das kriege ich mit der Hand schneller weg. Aber dann kannst du es da draufstellen und abtropfen lassen. Ja. Ja. Gerade Pfannen und Töpfe. Aber für Gläser, weißt du, wenn du hast wirklich gute Gläser, das Beste, was kann passieren, natürlich, dass du hast so ein Tropftuch, ne? Das ist, steht nicht einfach auf dem Holz irgendwo oder Plastik oder so eine Oberfläche, das muss sowas sein. Mhm. Und in unserem schwedischen Laden, da kannst du auch sowas kaufen, kostet viel, viel mehr. Mhm. Ich habe schon geguckt. Abtropfmatten. Verhindert Kalkränder und Wasserflecken nach dem Abwasch. So ist aus Mikrofaser, nimmt Wasser auf und verhindert Pfützen. Ja, auch mal gleich Kalkflecken. Wenn Sie eine Edelstahlspüle haben, ja, und dann was draufstellen oder was liegen lassen oder was zum Abtropfen, dann hast du immer diese Wasserflecken, diese Kalkflecken da drauf. Faltbar für platzsparende Aufwendung, drei Faltrillen. Also kannst du, wenn du es nicht brauchst, packst du es ganz einfach zusammen und legst es in die Schublade rein. Für Camper unersetzlich, sagt der Heike aus Burgdorf. Und die Claudia aus Oberhausen hat das Ganze für den gewerblichen Bereich genutzt. Sie benutzte die Unterlage für die gewerbliche Spülmaschine. Dort kommen die Körbe tropfend auf die Ablage. Dadurch war die Ablage immer mit Reinigungsmittel, Abtropfmatten aus Schwammmaterial voll. Also Abtropfmatten aus Schwammmaterial hielten maximal 3 Tage. Jetzt endlich haben wir dank Pöll die ideale Lösung. Die Matten kommen jeden Tag in die Waschmaschine und Trockner und sehen aus wie neu. Ja, sehr gut. Cool. 40 mal 50 cm. So, also da gibt es keine Ränder. NX7554 und die 569. Die passende Bestellnummer. Haben Sie mehr als eine Spüle oder möchten was verschenken? Gerne mehrmals zugreifen. Mhm. Zack. Für den Campingbereich, klar. Auch sehr gut. Ja. So, Freunde, ich habe gesagt, beim Camping bist du ständig nur am Spülen. Mhm. Bist du fertig mit dem Frühstück? Spülen. Ja, Mittag? Spülen. Abendessen? Spülen. Nachts? Vorm zu Bett gehen, spülen, Gläser. Stellst du früher spülen? Oh, wir haben ja unser Motto Adventskalender. Und wisst ihr, was jetzt da drin ist? Oh, süß. Ein origineller Adventskalender mit 24 Nikolausmützchen. Mützchen. Damit das vergeht das Warten besonders schnell. Ein Adventskalender, selbst gefüllt mit 24 kleinen Überraschungen oder köstlichen Leckereien, macht einfach jedem Freude. Ja. Ja, ist auch viel persönlicher. Ja. Oh, guck mal, wie süß. Oder für Weihnachtsbaum hier auch. Die kennst du nicht, ne? Oder kannst du so Schmuck reinmachen, ne? Zum Beispiel Schmuck. Ein Mann. Wie viel passt denn da rein? Guck von mal. 1 bis 24 Karat gehen alle. Ja. Die Breite liegt hier bei 8 cm und die Tiefe 5. Ja, da packt man Adventskalender. Ja. Was kommt da rein? Kleinigkeiten. Für Kinder packst du Matchbox-Autos rein, Kaugummis. Sowas eben, Süßigkeiten, ja. Oder kleine Sprüche, ne? Zum Beispiel, du kannst was Schönes auch schreiben. Jeden Tag
Kompliment. Das ist aber ein schönes Geschenk. Also mir sowas nicht schenken. Ne? Also ich würde jeden Tag hier so. Oder, nein. Euro guck mal, da steht kleine Papierstück und in diesem Papierstück steht, wo dein Geschenk versteckt ist. Oder so, oh, ja. Weißt du, so ein. Das ist ja eine super Idee. Das ist und Kompliment. Du siehst gut aus. Komm, du kriegst dein die, Ring du kriegst liegt die 14. unter dem Kissen. So. Im Kühlschrank. Ich habe die 2 und die 18 und die 1. So. Also der Kai, ist doch schön gemacht. Der Kai schreibt auch super Adventskalender mit großen Taschen, in denen viele Sachen untergebracht werden können. So, wie mache ich das denn fest hier? Ach so, du kannst sie hier unten zuziehen. Ja. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Zack, so. Und dann hängst du die hier oben, hängst du die quasi an dieser Schlaufe auf. Mhm. So. Ja, wenn der Nikolaus das sieht, denkt er, hey Jungs, auch schon da? So. Gut, ich mache noch einen dran. Also schön, es gibt ja gerade der Trend zum selber gemachten Adventskalender. Der wird hier immer ausgeprägter. Vor 10 Jahren hat das noch kein Mensch gemacht, mittlerweile kriegst du ja an unterschiedlichen Stellen also auch mal gerade diese Zahlen und so weiter, dass du da selber was basteln kannst. Das macht es einfacher. Die Zahlen sind schon drauf und du kannst die natürlich auch immer wieder verwenden, wenn du das möchtest. Ist die 2 auf dem Kopf? Die 2? Ja, naja. Ich würde sie ein bisschen durcheinander hängen. Ja, doch, das ist besser, ja? Dann kann man ein bisschen also von 1 bis 24 würde ich es nicht machen. Das ist langweilig, stimmt. Ja. NC 8181 und die 569, die Bestellnummer. Ja. So, der Adventskalender zum selber basteln. Den kleinen Nikolaus Mütze. Und Diana würde überall Komplimente reinmachen. Ja. Nein, du musst mir schreiben, wo ich mein Geschenk finde. Ach so. dein Ring, ne? Beim Juwelier, 3. Vitrine, links. Nimm die Kreditkarte mit. Schau mal. Vergiss nicht. Ich bin jetzt echt beeindruckt, dass wir die hier bei uns in der 5-Euro-Show haben. Weil Becky und ich haben die vor kurzem erst vorgestellt. Teelichter. Ja, also LED-Teelichter. Nicht irgendwelche. Schau dir mal diesen wunderschönen Docht an. Der sieht noch aus, als ob das ein echter Docht ist. Der sieht wirklich aus wie ein echter Docht. Mhm. Ja. Ja, die meisten LED-Teelichter, die ich so kenne, die haben so diesen weißen Nupsel da oben raus. Jo. Ja. Und dann flackern die schwarz. So. Ja. Der hier sieht wirklich dann so aus, als wenn ein echter Docht dabei wäre. Sie wissen alle, wie ein Teelicht aussieht, wie eine Kerze beschaffen ist. Und diese Flamme in einer echten Kerze geht ja nie bis ganz zum Wachs runter. Da ist ja immer so ein 2-3 mm Spiel oder sowas zwischen Flamme und Wachs. Und das ist genau der Teil des Dochtes, den man hier quasi nachempfunden hat, um quasi die Illusion von echten Kerzen nochmal. Guck mal, das sieht super echt aus, ne? Wirklich. Ich dachte, ich gerade, du wolltest pusten. Es sind aber 6, richtig? Es sind 6 Stück, ja. Ich zeige Ihnen auch einfach mal eine, wie die aussieht, wenn sie aus ist. Ja, guck mal hier. So sieht die aus. So, sie kriegen also 5, die funktionieren und eine ist kaputt. Nein, die funktionieren alle. Aha, das ist Batteriebetrieb. Ich guck mal gerade. Batterie, jawohl. Guck mal, die sehen so echt aus, ohne Spaß. Das ist schon schön, oder? Ja. Teelichter gehen immer. Einfach mal so hingestellt, finde ich die schön. Wir wollten zeigen, wie das aussieht, wie die aussehen. Nein. Die finde ich im Windlicht sehr schön. Du kannst überall mal so ein paar Lichtakzente setzen. Ja, und das ist gar nicht gefährlich hier, weil es keine offene Flamme ist. Kannst du vorstellen, was passiert jetzt? Ja, das würde jetzt brennen, direkt. Und so? 112, 112. Ja, sonst ist das nicht lustig. Ja, das ist also alles anders witzig. Zu Hause. Ja. Gerade bei Haustieren und so weiter, dann hast Kinder. Du mal wieder was. Ja, also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Bei offenem Fenster auch, wenn Wind kommt rein. Ja. Mit der Gardine. Uiuiui. Guten Tag, mein Name ist Wind. So, mit einem nachgebildeten Docht. Ja, genau, das meinte ich. So, Tagestimer übrigens. Lässt Kerzen 6 Stunden leuchten mit anschließender 18 Stunden Pause. Das heißt, wenn Sie die also um 18 Uhr einschalten, dann leuchten die 6 Stunden bis um 0 Uhr durch. Dann gehen sie automatisch aus und am nächsten Tag würden sie dann wieder um 18 Uhr automatisch angehen. Brauchst du dich nicht drum kümmern. Und meines Wissens halten diese Knopfzellen für diese LED-Teelichter ewig. Zur Not, wenn sie leer sind, packen sie neue rein. Haben wir übrigens auch für Sie an anderer Stelle im Programm. 6 Stück davon, die ZX6429 und die 569 für gerade mal 5 Euro. Sie können sie gerne eindecken. Also wenn Sie das ganze Kerzen mehr haben wollen, ist das möglich. Bis zu 5-mal pro Besteller kannst du dir mal 30 Teelichter dahinstellen. Herrlich. Bitte schön. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Das ist eine LED-Schreibtafel.
Das ist ja cool. Guck mal hier. Warte mal. So, für Notizen und sowas finde ich die ja großartig, ne? Funktioniert die? Ja. So, guck mal hier. Du kriegst oh, eine. Ja. Die sind toll. Und jetzt zeichnen wir mal. So groß für 5 Euro, wow. So, pass auf. Was schreiben wir hier denn? Zum Beispiel unsere Einkaufsliste. Die Weihnachtsgeschenkliste. Stimmt. Deine Weihnachtswünsche. Macht ihr das auch? Schreibt ihr die Liste, ne? Wer ja. kriegt in dieses Jahr? Okay, schreiben wir jetzt Nein, alle zusammen. Nein, ich meinte, was du dir wünschst. Nein, ich schreibe zum Beispiel Namen, für wem soll ich das alles nachkaufen. Ah. Machen wir jetzt zusammen Liste. Für okay. wem kaufen wir Geschenke? Für Ingo. Ingo, ja. Für Nils. Für Nils. Nils. Weiß ich nicht, gucken wir. Geburtstag und Weihnachten. Für Ralf. Ja. Oh ja. Für Rebecca. Wir müssen auch über Ideen denken. Für Schenkst Becky? Du jedem was oder nur den Freunden und Familie oder jedem? Jetzt für unsere Firma. Ach so. Ja. Dann zum Beispiel für Monika. Monika, willst du Geschenk dieses Jahr kriegen? Ich möchte kein Kompliment. Woher weißt du meine Geschenke in dir? Ich möchte kein Kompliment. Du kriegst so ein schönes Kompliment. Ein Zettel mit einem Kompliment. Was hast du da geschrieben? So, Moment. Ich habe hier, ich hab mal unsere Show gemalt. Meine kleine Arbeitsskizze. Zeig mal. Wow. Ja. Bin ich das da? Nein. Zeig mal. Ich wollte Künstler werden. Jetzt wisst ihr, warum ich im Fernsehen bin. Ja. So. Der Name Carsten kommt ja auch aus dem Skandinavischen, wusstest Und heißt du wie der Kreative. Der Kreative, ja, ja. der Künstler. Ja, ja. Ja, ja. Wird häufig als Zweitname verwendet. Guck mal hier. Weißt du? Kennt ihr die? Was denn? Ist doch klar zu erkennen. Was habe ich denn für Hände? Nee, das ist Diana. Ach, das ist Diana, okay. Du bist da links, da. Ach, ich bin mit Zopf, ja, ich verstehe. Da. Ich bin der in der Mitte. Was ist mit meinen Händen passiert? Warum was ist denn mit deinen Händen passiert? Das frage ich du mich Du bist auch. Die Einzige, die Hände hat. Entschuldige bitte. Danke dir. Komm, ich mache dir auch noch Füße. Das. So viel Zeit hatte ich nicht. Oder auch für Kinder zum Beispiel, wenn sie gehen in ein Restaurant. Ich glaube, das kennt jeder. Du ja. gehst in ein Restaurant mit Kindern, sie essen Pasta mit Nudeln, keine Ahnung was, Salat. Und dann sie haben wirklich Langeweile. Und dann sie nur sitzen dort und stören und keine Ahnung, im Handy sitzen am besten. Sie geben so eine Tafel ihren Kindern und sie können natürlich hier ein bisschen malen, ein bisschen was schreiben und dann, du sparst auch Papier. Ja. Weil du kannst hier einfach auf einen Knopf drücken und dann geht das alles weg. Was meinst du dann? Ich habe gerade deine Füße, High Heels gesehen. Wow. Wo bin ich? Ja, das. Warum Monika hat so große... Was hab ich? Moment, Hände. Wir gucken mal gemeinsam. Ich muss mir auch noch Füße machen. Du bist so wie diese Charlie-Ding, weißt du, mit dieser... So, ja. Was wow. Das ist meine künstlerische Ader, die lasse ich hier völlig raus. Meine Hände sind der Wahnsinn. Du hast große ja. Hände und Was große Füße. Was hast du denn Hände? Ja. Hast du auf deine Hände gesessen oder? Ich weiß nicht. So, das ist nicht maßstabsgetreu. Naja, wisst ihr, was das Tollste ist und wissen Sie das? Wir können es ganz einfach löschen. Ja, zack, weg ist es. Gott sei Dank. Wir haben hier nämlich 100.000 Löschvorgänge. Was hast du denn gemalt? Hier wird gelästert, hey, ein Herz hast du gemalt. Einfach eine neue Knopfzelle reinlegen. Ja, einfach zack. So. Ja. So, wir bestellen immer die NC 74 82 und die 569. Vielleicht auch, wenn Sie beim Telefonieren noch mal so ein bisschen kritzeln. Die Einkaufsliste, die Wunschliste, die Weihnachtswunschliste. Ich weiß nicht, die Urlaubsreisepackliste oder Sie malen auch einfach mal Ihre Kollegen mit übergroßen Händen und Füßen. Je nachdem. Ja. Aber denken Sie natürlich auch hier an unseren Preisalarm. Das ist auch super beliebt. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude mit Ihren bestellten Produkten.